In Texten im wirtschaftswissenschaftlichen Studium sollen Sie Quellen verwenden, aber auch die eigene Position verdeutlichen. Sie sollen sich zunächst sachlich zu einem Thema äußern. Das gilt vor allem für den eher theoretischen Teil Ihres Textes, in dem Sie sich auf die Quellen beziehen. Der Teil der Arbeit, in der der Inhalt aus Quellen wiedergegeben wird, ist vor allem deskriptiv, beschreibend. Es wäre aber traurig, wenn man von Ihnen im wirtschaftswissenschaftlichen Studium nur verlangen würde, vorhandenes Wissen wiederzugeben. Schließlich sollen Sie zu Managerinnen und Managern ausgebildet werden, die begründete Entscheidungen treffen können, die wirtschaftliche Daten interpretieren können und die daraus Schlüsse ziehen können. Daher verlangen gute Dozentinnen und Dozenten von Ihnen auch, analytisch zu denken. Sie sollen Zusammenhänge analysieren, eigene Schlussfolgerungen ziehen und eigene Handlungsempfehlungen entwickeln. In diesen Teilen des Textes kommen Sie ins Spiel. Hier können Sie zeigen, was Sie denken. Und Sie können auch verdeutlichen, dass es sich um Ihre Erkenntnisse handelt. Unsere Empfehlung ist dennoch, auch in diesen Passagen Ich zu vermeiden, weil sie sachorientierter schreiben und einen Erzählstil vermeiden. Einige Beispiele. Persönliche Formulierung. Ich empfehle der Boutique daher, das Marketing auf das sozial abhängige Verhalten abzustimmen. Unpersönliche Formulierung. Es empfiehlt sich daher, das Marketing auf das sozial abhängige Verhalten abzustimmen. Wir würden Ihnen ganz persönlich empfehlen, die unpersönliche Formulierung zu verwenden. Ein weiteres Beispiel. Persönlich? Ich gehe davon aus, dass das sozial abhängige Verhalten bei der Kaufentscheidung in einer Boutique besonders wichtig ist. Unpersönlich? Beim Einkauf in einer Boutique dürfte das sozial abhängige Verhalten besonders wichtig für die Kaufentscheidung sein. Persönlich formuliert man häufig in der Einleitung oder in der Zusammenfassung. Persönliche Formulierungen findet man auch, um durch den Text zu führen. Zum Beispiel, im ersten Kapitel stelle ich dar, wie. Sie können aber auch im Passiv formulieren. Im ersten Kapitel wird dargestellt, wie. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verwenden ich selten. Sie treten in den Hintergrund und schreiben sachorientiert und nicht personenorientiert. Unsere Empfehlung ist daher, als Verfasserin oder Verfasser Ihres Textes etwas mehr in den Hintergrund zu treten. So stellen Sie die eigene Position in wirtschaftswissenschaftlichen Texten dar.